hat diese Angriff, ne? Aber ich muss ihn wieder nur auf Half bringen. Das ist an sich gar nicht so verkehrt, dass ich ihn nur auf Half bringen muss, ne? Das ist der einzige Angriff, wo man ihn gut treffen kann. Und wenn er halt irgendwie irgendwo in der Mitte ist und dann irgendwo hingeht, dann kann man ihn auch ganz gut treffen. Ist er jetzt noch da? Ach! Guigi! Das ist mein zweiter Vorname. Wins. Greed Strikes Back, könnte man sagen. Komm schon, let's do this! Stirb! Das ist halt, mein Gott, ey! So, ching, zweite Form. Dass ich ihn da nicht treffen kann, das finde ich übrigens auch höchst lame. Muss ich mal so gemerkt haben. Dass ich das nicht sowieso schon gesagt habe, irgendwann mal. Oh ja, bitte. Das ist der einzig gute Angriff, um ihn zu treffen. Und weil er halt sich irgendwie dahinter versteckt, ist es relativ schwierig auszumachen, wo er überhaupt ist bei dem Angriff. Aber ansonsten ist das der einzig gute Angriff, um ihn zu treffen. Natürlich gehst du jetzt dahin. Ach, natürlich machst du jetzt wieder deinen Kacki-Angriff. Muss das sein? Das war immer wieder gar nicht knapp. Das ist halt echt gut, weil ich du halt nicht genau weißt, auf welcher Höhe er da gammelt. Ah, geht doch. Wollte ich jetzt hier eigentlich der Drache bleiben? Oder wollte ich... Ich meine, weil der Drache macht ganz gut Damage an ihm. Ich meine... Weiß ja nicht, ne? Ja, all plant und so. Was war das? Was war das? Das war die vollkommen falsche Richtung, war das. Scheiße, echt. Ich hasse es, echt. Ich hasse es abgrundtief. Hasse es abgrundtief. Ach, wirklich? Das war so ziemlich die einzige Möglichkeit, an dem Angriff noch zu sterben. Also ich springe jetzt hier sicher rein. Also ich meine, ja, hat man ja gesehen. Oh, Alter, weißt du ungefähr, wie hässlich du bist? Ja, genau so hässlich bist du. Eieieiei. Alter, das war wieder mal nicht gut. Hey, guck mal, ich hab genau... Oh, Alter, ich brauch 3 Angriffe einfach, um sein Schild wegzubekommen. Richtig miese Runde einfach. Ah, komm, stirb einfach. Dankeschön. Stirb einfach und mach mir nicht diese blöden Kackgeräusche. Mhm, sicher meinst du, man muss sie kennen. Oh, da schon wieder. Mal wieder der Bildschirm kurz weiß. I don't like this at all. Warum habe ich immer das Bedürfnis, in diese Dinger reinzujumpen? Weiß nicht, das ist irgendwie so ein Grundprinzip einfach. Hey, guck mal, da ist ein kleiner Ball, der wird dich bestimmt nicht töten. Nee. Schwachsinn. Aber er macht ihm halt einfach echt am meisten Damage. Schon wieder.
Der mit dem beschissensten Platforming macht ihm am meisten Damage. Bitte, bevor die ankommen, wäre Herz allerliebst. Ach, dankeschön. Ui. Alter. Was way too close. Das ist, der Greed ist einfach real, ey, bei dem Angriff. Das ist halt der beste Angriff, ist, um ihn zu treffen. Ach, das... Das stinkt, dieser Angriff ist doch echt... Weiß nicht. Braucht die Menschheit nicht. Der Angriff wiederum. Sweet Alabama. Oh, lol, ich treffe ihn gar nicht, und das, obwohl er... Einfach mal eine richtig schwache Leistung von mir. Ich komme gar nicht bis ganz oben an die Decke. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, komm. Man sieht, er braucht halt wahrscheinlich irgendwie noch so einen Hit, aber... Don't let the greed take you, ne? Das ist der ein Hit. So, will ich er sein? Ich glaube schon. Er macht einfach am meisten Damage. Man kann das gut heißen, man kann es auch nicht gut heißen. Alter. Guck mal, ich kann beschissene Blitze auf dich schmeißen die ganze Zeit. Boah, ist das zum Kotzen, ey. Ich reiere. Die ganze Zeit einfach nur. All I do. And all I do is reier, reier, reier all day long. Insbesondere, wenn man diese Anfangsangriff halt jetzt mittlerweile hier kann, ne? Das ist halt schon, der Zug ist halt schon 1000 Jahre abgefahren, wo das spannend war. Ich meine, es ist immer noch cool, ne? Und so, aber... Komm schon, bitte, 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 bitte. Bevor die Bösen... Dankeschön. Dass ich ihn da nicht treffen kann, stimmt so hart nach Magie. Where you at, bro? Eben kamen die nicht mal bis ganz oben noch. Ne? Oben ist ein Safe Spot für den Angriff. Lustig. Lustig, lustig. Tralalalala. Das heißt, ich muss nicht mehr sterben in dieser Form. Das heißt, diese Form ist mal wieder nur zeitaufwendig. Ja, da. Oben ist einfach mal ein harter Safe Spot. Oh, da macht das Kling Kling ins Geld. Im Test. Egal, ich hab den Boss jetzt einfach. Stirb! Boah, verdammt. Ah, oh mein Gott, ey. Das ist immer so... Nicht... Die Balance zwischen nicht sicher, ob diese kleinen Kugeln treffen... oder eventuell doch treffen, ist einfach kacke. Oh mein Gott, really? Das ist eine behinderte Kombination. Das ist ein Witz! Das ist ein Witz einfach! Ja, gut, ist Fullscreen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Achso. Ja. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Dritte Form ist auch nicht schwer. Muss nur ein bisschen Glück haben, dass er seine komischen Blitze relativ spät erst rausholt. Ist das eigentlich schlimm, wenn man die Dinge sieht? Dieses CS-Fenster? Ich will gleich mal noch gucken, ob das schlimm ist. Was man da genau gesehen hat jetzt im Endeffekt. Vielleicht habt ihr auch gar keins gesehen. Wenn ich irgendwas spreche und ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche, dann lasst es einfach und ich will das. Das ist scheiße übrigens, ne? Diese Wolken. Diese Wolken, das ist die Pein der Nation ist das. Weil dieser Boss ist im Verhältnis so viel leichter. Einfach. So viel fucking leichter.
aber er braucht lange, weil er einfach viele Formen hat und voll ewiglich dagegen fightet zu sterben. Das ist nicht cool. Und wie gesagt, dass der behinderte Charakter im Plattforming ihm mal wieder am meisten Damage drückt, ist auch echt so semi-optimal, könnte man sagen. Aha, dankeschön. Oh ja, bitte. Give me the... Wobei mittlerweile, also bis auf den Angriff, wo er mir hinterher fliegt, kann ich ihn eigentlich in jedem Angriff gut treffen. Also in dem Angriff, da kann ich ihn dann nicht so gut treffen, ne? Also, ich spreche gerade davon. Dreimal darfst du raten, was dann passiert. Genau, der Angriff kommt. Boah, es ist jedes Mal so ein Nicht zwischen Greediness und Nicht-Greediness. Ah, danke schön. So, jetzt machen wir den jetzt. Aber bitte, danke. Er hat einfach no way, dass er mich halt trifft, wenn er den Scheiß macht. Ach nein, doch nicht die Wolke! Oh mein Gott, ey. Da war wieder der Blitz. Der Blitz, hey, du siehst nix auf deinem ganzen Screen. Das ist ein Blitz einfach nur! Was hat mich denn da getroffen, wenn man mal wieder fragen darf? Hey, auf einmal habe ich eine größere Hitbox. Ich kriege so das gottverdammte Kotzen. Das ist doch einfach nur scheiße. Und wieder Blitze. Nicht lustig. Kein bisschen, könnte man sagen. Das ist ein guter Angriff. Auch wenn ich wenig Damage auf ihn drauf kriege, weil die Schwuchtel 1000 Jahre braucht, um da hinzukommen. Aber gut. So, next attempt on beating this motherfucker. Ich mag Safe Spots. Und zwar noch bei komischen Angriffen wie diesem hier. Ja. Ist halt, ne? Der Angriff ist halt super öde. Und treffen tut er mich eh nicht. Der Angriff hingegen ist super geil. Oh mein Gott. Ja, gar nicht erst eine. Kannst jetzt bitte mal aufhören? Dankeschön. Oh, und jetzt fliegt er mir hinterher. Ist halt wieder, er bräuchte halt wahrscheinlich wieder nur einen Hit oder so. Okay, mehr als einen Hit, obviously. Geht halt in die Richtung. Dankeschön. Lol. Das hat einen komischen Engel gehabt. Engel. Mhm. Komischer Engel, der da gesungen hat. Was soll das? Alter. Gerade voll nicht drauf geachtet, wo der komische Blitz kam. Boah, Alter, schon wieder nicht. Darfst sterben! Tu es dann doch bitte jetzt auch einfach mal. Lass mal damit. Einfach mal sterben gehen, ne? Alter. Dankeschön, Motherfucker, ey. Yeah, you failed really badly. Not me, you're the one who failed. But I defeated you. You never had a chance. It was all over even before. I know you would come and defeat me, I'm infinite. And lied to make others help me, bla 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 bla. Also, los, was falls? Ja, natürlich, du bist das Überorakel, das alles im Voraus wusste. Ja.